ich als Neuro- und Chronobiologe interessiere mich für unsere inneren Uhren, wie sie funktionieren und welche Faktoren diese inneren Uhren beeinflussen und damit unser Schlaf-Wach-Verhalten und alle diese Prozesse, die im Tagesrhythmus ablaufen. Und unser Lernverhalten, Stoffwechselprozesse, wie zum Beispiel die Verarbeitung von Nahrung, Speicherung im Fettgewebe zum Beispiel, aber auch Erkrankungen des Immunsystems können beeinträchtigt werden, wie zum Beispiel Krebserkrankungen. Beispiele sind hier Brustkrebs oder auch Prostatakrebs, die 10-20% erhöht sind in Gebieten, die sehr starke LED-Beleuchtung haben. Zu dem Phänomen Lichtverschmutzung in der Nacht gibt es hunderte von wissenschaftlichen Arbeiten, die sich zum einen mit der direkten Wirkung in experimentellen Setups beschäftigen, im Labor, aber auch mit den Auswirkungen von dieser Lichtverschmutzung zu Hause und in der Umgebung, für Mensch wie auch für Tier. Das LED-Licht hat, wie gesagt, einen hohen Blaulichtanteil. Dieses kaltweiße Licht enthält blaues Licht, das besonders schädlich oder besonders beeinflussend ist für unsere innere Uhr. Dieser Aspekt fällt beim Gaslicht weg. Dieses warme, eher gelbliche Licht beeinträchtigt unsere inneren Uhren nicht und ist damit auch nicht störend für unsere Gesundheit. Mein Tipp wäre, die Gaslampen erhalten, wo sie zu erhalten sind. Und wenn man neue Lampen setzen muss, beziehungsweise Gaslampen ersetzen muss, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, warmweißes Licht zu verwenden, um halt diese Störungen und Gesundheitsfolgen zu vermeiden.